Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich, vielgerühmtes Österreich. Was sagt ihr zu meinen Gesangsqualitäten? Eine glatte 10 von 10, würde ich sagen, oder? Das kleine, schöne Österreich, irgendwo in Mitteleuropa liegend, ist bekannt für sein Wiener Schnitzel, für klassische Musik, allen voran Mozart und leider auch für einen eher düsteren Abschnitt der Geschichte, Adolf Hitler. Wobei, Adolf Hitler war ja kein Österreicher, der war ja Deutscher. Obwohl so klein, ist Österreich maßgeblich an der Weltgeschichte beteiligt und steht aufgrund der abgelaufenen Nationalratswahlen wieder im Fokus. Passend dazu schauen wir uns heute einige, mal mehr, mal weniger historisch prägende Aussagen über die Alpenrepublik an. Without further ado, hier sind Zitate über Österreich, die Geschichte geschrieben haben. Das erste Zitat handelt gleich über die Verwechslungsgefahr, dass Adolf Hitler Deutscher gewesen ist. Es kommt von Billy Wilder. Die Österreicher haben das Kunststück fertiggebracht, aus Beethoven einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen zu machen. Ich glaube, in Europa verwechselt man weniger, dass Hitler Deutscher war. Überall in den Geschichtsbüchern ist klar, Hitler war ursprünglich Österreicher, obwohl er dann natürlich der Reichskanzler des Deutschen Reiches war. Außerhalb von Europa, vor allem in Amerika, wo es ein kleines Klischee gibt, dass die Amerikaner jetzt geografisch, geschichtlich nicht so auf dem neuesten Stand sind, kann es durchaus passieren, dass die Leute nicht tiefer in die Materie reingehen und glauben, dass Adolf Hitler ja Deutscher war. Viele meiner polnischen Freunde verarschen mich auch und sagen, ich wäre der Neffe von einem bekannten Maler aus Österreich. Wir wissen natürlich alle, was gemeint ist. Also in Europa ist schon klar, Adolf Hitler war Österreicher. Dass Beethoven als Österreicher dargestellt wird, das wäre mir persönlich neu. Ich habe Beethoven immer schon als Deutschen im Kopf gehabt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob das bei euch anders ist, ob ihr gedacht habt, dass Beethoven Österreicher ist. Für mich war er immer schon Deutscher. Vielleicht liegt es daran, dass er ab seinem 22. Lebensjahr bis zu seinem Tod praktisch in Wien gelebt und auch in Wien komponiert hat. Er ist aber in Deutschland geboren. Das zweite Zitat kennt höchstwahrscheinlich jeder Österreicher. Es kommt von Leopold Figl. Österreich ist frei. Leopold Figl sagte diese Worte am 15. Mai 1955 bei der Unterzeichnung des Staatsvertrags. Der Staatsvertrag wurde in Wien im Schloss Belvedere von den alliierten Besatzungsmächten und der damaligen österreichischen Bundesregierung unterzeichnet und hat Österreich de facto wieder zu einer demokratischen Republik gemacht. Es gibt ein sehr, sehr prominentes Foto, wo Leopold den Staatsvertrag vom Balkon des Schlosses in Richtung mehrerer tausend Österreicher hält. Sehr spannend ist auch, dass Österreich sich mit diesem Vertrag dazu verpflichtet hat, das Gesetz vom 3. April 1919 betreffend das Haus Habsburg-Lothringen aufrechtzuerhalten. Mit diesem Gesetz werden sämtliche Herrschaftsrechte der Habsburger Dynastie für alle Zeiten aufgehoben. Wenn wir schon bei Habsburger sind, kommen wir direkt zum nächsten Zitat. Kriege mögen die anderen führen. Du glückliches Österreich, heirate. Das Zitat stammt vermutlich von Maximilian I., der damit so ein bisschen auf seine Heiratspolitik anspielt. Die Habsburger übernahmen diese Idee und hatten eine sehr, sehr strategische Heiratspolitik, die zu der Aufrechterhaltung der Dynastie führen sollte. Sie haben es mehrmals geschafft, durch Heiraten ihren Herrschaftsbereich auszudehnen, bis letztendlich nach über 600 Jahren andauernder Herrschaft der Erste Weltkrieg das Ende der Monarchie herbeiführte. Kommen wir zu den nächsten zwei Zitaten, die schon eher patriotisch angehaucht sind. Sire, wir sind zuvörderst Österreicher und danach ist dann jeder, was er will. Ferdinand von Bubna und Lititz, österreichischer Feldmarschallleutnant zu Napoleon im Jahr 1812. Es gibt ja diesen Spruch, in erster Linie bin ich Mensch. Bevor meine Nationalität, bevor meine Religion, in erster Linie bin ich Mensch. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schöner Spruch. Ferdinand, anscheinend ein extremer Patriot, hat gesagt, in erster Linie ist er Österreicher und danach alles andere. Ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr wir in die Vergangenheit schauen, vor allem in Europa und vor allem auch in Ländern, die wirklich wirtschaftlich gut dastehen, desto mehr Patrioten finden wir dort. Also wirklich Leute, die bereit waren, viel für ihr eigenes Land aufzuopfern. Ich bin persönlich kein Fan davon zu sagen, ich sterbe für mein Land, weil am Ende des Tages, wenn es einen Krieg gibt, diese Kriege sind sehr oft politisch angezettelt oder über der Politik irgendwelche Eliten, die da an den Strippen ziehen. Und der den größten Schaden daraus nimmt, ist immer das Volk, immer der einfache Mensch. Also da bin ich kein Fan davon, aber eine gewisse Liebe zum eigenen Land kann, finde ich, sehr, sehr hilfreich sein. Heutzutage wird das sehr verpönt, vor allem von einer gewissen politischen Richtung, wird das direkt mit irgendeinem Nazi-Denken gleichgestellt, was meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn ist. Wenn ich mein eigenes Land liebe, bedeutet das nicht automatisch, dass ich andere Länder hasse. Wenn ich meine eigene Kultur liebe, bedeutet das doch nicht automatisch, dass ich andere Kulturen hasse. Ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit einer Frau, mit einer Beziehung. Wenn ich meine Frau liebe, heißt das automatisch, dass ich andere Frauen hasse? Auf keinen Fall. Wenn ich sie liebe, heißt das, dass ich andere Frauen respektlos behandeln werde?
Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn meiner Frau, die ich über alles liebe, Unrecht angetan wird, wenn sie beleidigt wird, beschimpft wird, wenn sie angegriffen wird, wenn ich weiß, wie schlecht sich das anfühlt, dann werde ich umso vorsichtiger und respektvoller im Umgang mit anderen Frauen sein, weil ich weiß, dass es sich für den Mann nicht gut anfühlt, wenn seine Liebe eben beleidigt wird. Die Liebe zu einem eigenen Land ist nicht gleich Hass gegenüber anderen Ländern. Passend dazu noch eine Passage aus dem Testament von einem ehemaligen österreichischen Politiker, Julius Raab. Aber alle bitte ich inständig, die rot-weiß-rote Fahne hochzuhalten und unser schönes Österreich als einen Hort der Freiheit zu bewahren. Das nächste Zitat spricht so ein bisschen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern an. Es wird dem Kabarettisten und Schauspieler Karl Farkas zugeschrieben, der sagte: Aber wir Österreicher unterscheiden uns doch von den Deutschen durch so mancherlei, besonders durch die gleiche Sprache. Es ist natürlich ein Paradox und ein Widerspruch zu sagen, wir unterscheiden uns durch etwas, was wir gleich haben, aber es ist so wahr. Wir haben zwar dieselbe Sprache, Österreicher und Deutsche, beide sprechen Deutsch, aber es gibt so viele Unterschiede in der Sprache. Zum Beispiel sagen die Deutschen Tüte und wir sagen Sackerl. Oder wir sagen Apfelsaft gespritzt, die Deutschen sagen eine Apfelschorle. Und da kriege ich wirklich Aggressionen. Gell? Bei allem Respekt an alle Deutschen, aber was ist eine Apfelschorle? Na, willst du dir einen Apfelsaft bestellen oder willst du sagen, dass du schwul bist? Spaß, ich weiß, Schorle, ja, ihr sagt das so, wir sagen es halt anders, aber also in meinen Ohren klingt das so falsch, eine Apfelschorle. Okay, beruhig dich, David. Abseits von Wörtern, die dasselbe bedeuten, aber einfach anders in Deutsch und in Österreichischen sind, gibt es auch den Unterschied zwischen dem Dialekt. Eine Anekdote dazu aus meiner alten Arbeit: Ich habe im Vertrieb gearbeitet für den deutschen Markt und wenn ich mit Kunden gesprochen habe, kam sehr oft die Frage: Du David, woher kommst du denn? Und ich wusste gleich, okay, es geht hier darum, dass er oder sie heraushört, dass ich Österreicher bin. Ich habe dann gesagt, ja, ich komme ursprünglich aus Österreich. Wieso, hört man es mir raus? Hahaha. Ja, man hört es dir raus. Und ich habe dann immer spaßhalber gesagt, ah, ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich kann es nicht verstecken. Und die Deutschen, die waren dann immer sehr, sehr lieb, wirklich sehr nett. Die haben dann so gelacht, nein, du musst es ja gar nicht verstecken. Es freut mich sehr, mal ein bisschen anderes Deutsch zu hören. Und ich habe Familie in Österreich und dies und das. Also die haben sich wirklich auch schon fast gefreut. Ich persönlich habe Deutsche so, so lieb in Erinnerung, auch von meiner alten Arbeit. Ich habe viel lieber mit den Deutschen telefoniert als mit den Österreichern tatsächlich. Und die haben das halt oft rausgehört und man hört es auch heraus. Einzig Bayern und Österreich, vor allem auch Bayern und Wien, haben so einen ähnlichen Dialekt, vor allem das Wort Euder. Das wird ja in Bayern auch verwendet, Euder. Das ist zumindest gleich, aber abseits davon variieren die Dialekte komplett, auch innerhalb von Österreichs. Also wenn ich mal in Vorarlberg bin und die Leute reden dort, so wie sie reden, ich verstehe kein Wort. Also da gibt es wirklich komplett andere Worte, 100.000 Unterschiede, aber es ist dieselbe Sprache. Kommen wir zu dem letzten Zitat von heute, ein wirklich sehr, sehr schönes Zitat. In der Welt geht's drunter und drüber, aber Österreich geht nicht unter. Egon Friedl, österreichischer Philosoph, Historiker, Journalist und Schauspieler. Ein sehr, sehr schönes Zitat und wir finden den Beweis auch in der Geschichte. Österreich hat so viel mitgemacht, von einem Krieg in den nächsten Krieg, eine Monarchie, zweite Monarchie, all diese ganzen turbulenten Phasen, aber es geht nicht unter und es steht immer noch. Wir können dieses Zitat auch sehr gut für uns selbst verwenden. Egal was draußen passiert, egal wie drunter und drüber es geht, du gehst nicht unter. Du bleibst stehen, du bleibst standhaft. Das war's mit dem Video, Leute. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen möchtet. In diesem Sinne, bleibt stabil und wir sehen uns wie immer in Bälde. Haut rein!